Und damit willkommen zurück. Zu Deus Ex 1. Ich will im Moment kein Rewind keine Ahnung, wie der Scheiß heißt, sagen. Aber er ist nicht richtig. Ich glaube, das Spiel ist gerade viel zu leise, kann das sein? So, mal gucken, ob das jetzt laut genug ist. Ich glaube, jetzt ist es lauter. Oh, shit. New York City. Unbekanntes Gebiet. Sieht gut ausgebaut aus für unbekanntes Gebiet. Hallo. Mein Name ist Borat. How can I help you? Oder... Ranjit Kutrapali. These sewage tunnels look like they come out somewhere by the airfield. Be careful though. The terrorists probably expect intruders. Warum sollten sie mich erwarten? Also jetzt mal ganz ehrlich. Nur der Chef hat einen Schlüssel für den ganzen Scheiß. Der Chef, der jetzt scheinbar doch nur irgend so ein Fuzzi ist. Kurz mal speichern und dann machen wir mal so. Und machen so. Wie kann ich den wieder ablegen? Hallo. Ich würde ihn gerne wieder ablegen. Ist das komplett behindert? Okay, man kann ihn also nur einmal anziehen und dann ist er tot. Finde ich scheiße. Finde ich übrigens wirklich extrem scheiße. Muss ja wieder ausziehen können, ne? Noch so ein Metallkasten. Ah, okay. Ich wusste noch nicht, dass Wasserdampf sofort einen umbringt. Ich meine, es wird unangenehm, klar, aber ich wusste nicht, dass er ihn sofort umbringt. Top. Den Shit können wir safe hier ausmachen, oder? Ich probiere das mal. Hier haben wir gespeichert. Die nehme ich. Sie versuchen, das Schloss zu öffnen. Danke. Sie versuchen, das Schloss zu öffnen. Top. Dann geht der Part eigentlich schon. 3 Minuten. Ventils schließen. Das müsste die gewesen sein. Ja, das waren die. Und ich gucke jetzt mal. Ich glaube, ich habe 7. Das möchte ich safe machen. Dafür opfere ich 2. Und jetzt möchte ich das nochmal machen. Weil ich weiß nicht, was das macht. Ich denke, das macht die Dingens kaputt. Also hier die Alarmanlage. Und das wäre mir auch wert. Dann muss ich nämlich diesen Anzug, den ich wahrscheinlich niemals benutzen werde, nicht benutzen. Vielleicht benutze ich den noch einfach. Also wenn es nur dafür ist, mache ich das. Aber ich schätze mal, dass es nur dafür ist. Schalttafel überbrückt. Ist dafür, ne? Ja. Ja, weiß ich nicht, ob man 3 Multitools eher braucht oder diese Rüstung. Ich bin dumm. Also müssen wir es so hinnehmen. Okay. Kleiner Fun Fact, ich bin wahrscheinlich noch dümmer, weil ich auch einfach den Weg hier hätte gehen können. Oh, Mr. Nörgler spielt anhören, danke. Ja, natürlich bin ich noch dümmer. Kann ich irgendwie laden? 42 Minuten, 3 Stunden. Vielleicht habe ich gerade verkackt. Ich könnte mich umbringen, oder? Nein, ich kann nicht den Level. Kann ich den Level restarten? Kann, glaube ich, nur laden, ne? Laden, speichern, Einstellungen, mitwirken, ne? Ja, nee, ich kann nur laden. Okay, ich kann nicht den Level restarten irgendwie. Ah, laden. Okay, gut. War ich halt dumm.
Aber ich dachte, bei einem Gang gibt es so ein Geheimnis oder so und bei dem anderen dann halt, dass man weiterkommt. Ich dachte nicht, dass gleich beide Wege hierher führen. Hallo? Ibims 1 Fisch? Du bimmst etwas tot? Schlüssel. Okay, wir hätten ihn sowieso umbringen müssen. Kann ich hier so machen? Okay. Nein, kann ich nicht. Gut. Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass wir den Schlüssel haben, oder? Top, da können wir wieder hacken. Dafür haben wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr genug Schlüssel, richtig? Das war ein richtiger Fisch, aber wir können dadurch, so wie es aussieht. Das war ein richtiger Fisch. Ohne Witz, ey. Kleinen Funfact noch für die, die meinen Cousin vielleicht kennen. Ich sehe gar nichts. Es gibt jetzt auch einen richtigen Peter. Nämlich abends dauernd ins Krankenhaus zu müssen. Das ist ein richtiger Peter. Kleiner Funfact. Der Scheiß ist doch giftig bis sonst wohin, oder? Oh, das sieht richtig gesund aus. Was ist das hier unten? Ich glaube, hier stecke. Und wofür das Ganze jetzt? Hallo? Ich sehe einen dummen Putzroboter. Kleiner Funfact, ich lade das gleich. Oder ist es ein Kampfroboter bei denen? Das sind kleine Kampfroboter. Kranke Scheiße, aller kranke Scheiße. Okay, also wir müssten so oder so hier ins Wasser, glaube ich. Ich glaube, es ist nur schlauer, vorwärts zu schwimmen, aber vorwärts glaube ich ein bisschen schneller als rückwärts. Okay, aber es hat keinen Sinn, dass man irgendwas hier machen kann, richtig? Gut. Wir haben auch nichts, womit wir unter Wasser tauchen können, oder? Nein. Grundschaden 25 plus 35%. Also unser Schrot macht irgendwie fast genauso viel Schaden. Hallo? Und runter. Ich schwimme mal so schnell ich kann. Ich glaube, ich komme hier immer mit Schaden raus, oder? Ich glaube, da hätte ich mein Lungenvolumen erstmal steigern müssen. Das heißt, man kann an dieser Stelle das Spiel... Naja, also es ist nicht unschaffbar, aber... Schon schwer. Ich meine, ich bin fast tot. Guck mal. 10%. Top. Aha. Die sind mir echt ausgewichen, die Fotzen. Okay. Das heißt, es muss hier lang weitergehen. Boop. Kann man die zerstören?
Werfen wir mal eine Lambda rein. Die Lambs übertreiben auch einfach so maßlos. Also es war jetzt noch keine Antwort, ob wir sie töten können, aber ich schätze ja. Gut. Hallo Freunde. Nein. Du zündest keine EMP-Granate mitten in meiner Fresse. Fotze. Bitte was? Ach, wir sind wieder hier. Klasse. Ich finde es auch gut, wie lange man nichts von diesen Dingern findet, dass man sich mal ein bisschen hoch healen könnte. Ich weiß nicht, wie nervig die sind übrigens. Aber ich möchte mal so machen. Also die gehen schon kaputt. Aber es ist eher schon so Lärmverschwendung. Okay, das laden wir kurz. Also wir müssen die beiden, wenn wir sie mit Lärms ausschalten wollen, schon ausschalten, wenn sie direkt nebeneinander sind. Oder so. Ah, okay. Weiß nicht, ob das so schlau ist. Okay, wir können irgendwie in jedes winzige Loch reinkriechen, aber bringen tut uns das nicht wirklich. Sehe ich richtig, ne? Ja. Stimmt. Ich dachte gerade, ich höre schon wieder eine. Ja, so ein Scheiß halt. Hier so ein Sicherheitssystem, aber. Okay. Also, wir hätten uns an einem vorbeischleichen können, aber. Wie konnten sie auch umbringen? Jetzt habe ich gespeichert. Also, das war nur so ein. Jetzt gehen wir nicht zurück. Ich habe gerade gespeichert. Multitool und Datenkubus. Was steht da drauf? Young. Wenn Sie oder Decker auf mein Konto zugreifen müssen, das Login lautet E-Todd und Passwort ist St. Mary. Passen Sie auf sich auf. Wir treffen uns, wenn es alles vorbei ist. Erin. Haben wir das aufgeschrieben? Ja. Okay. Top. Ich finde es gut, dass die Datenkubi immer irgendwo rumliegen. Einfach irgendwo. So mitten. Random. Okay, soll ich jetzt eine Minute warten oder weitergehen? Ich bin gar nicht hier. Ich bin's nicht. Psst. Ganz ruhig, mein Freund. Fuck. Leck mich, das ist mir zu nervig, ich will mich hier umgucken können. Also eins von drei haben wir jetzt schon mal gefunden, top. Da oben sind Boys. Ambrosia-Container, darf ich wahrscheinlich die aber mitnehmen. Ja, okay, also ganz ehrlich, die Er guckt sich das einfach nur an.
Er hat gerade mich richtig süß und verwirrt angeguckt. Er dachte sich wahrscheinlich... Ja. Psst. Boah. Danke, ich habe bioelektrische Zellen gefunden. Hier könnt ihr durchlesen. Okay, wir gehen mal kurz hier ran. Machen uns vorher das hier auf. Und schreiben uns das mal kurz auf, weil ich ein Gedächtnis habe wie eine Sieb. Wie eine Sieb. E-T-O-D-D. Und das Passwort ist Saint Mary. Saint Mary. Mit einem R. Okay. Hallo. Kontonummer. E-T-O-D-D. PIN ist Saint. Anmelden. Fehler, Zugriff verweigert. Keine Ahnung warum. Okay, da ist das Flugfeld. Da läuft doch einer rum. Okay, komm, rennen wir nochmal. Oh. Wann habe ich das übersehen? Wie habe ich das aufgemacht? Okay, ich habe noch eine Ballistikpanzerung gefunden. Wie funktioniert die? Die Ballistikpanzerung besteht aus mehreren elektrosensiven Polymerschichten, die sich beim Aufprall eines Geschosses oder durch Druck einer Explosion verhärten. Dadurch einen Großteil des potenziellen Schadens abwehren. Die Polymerschichten müssen von dem Eingang aufgeladen werden. Nach Entladung verlieren sie die Panzerung. Ja, hier benutzen. Du sollst sie anlegen. Ist das behindert, ey? Wir haben eine Ballistikweste, die verliert da ihr Leben. Puh, du bist schon ein krasser Typ. Schieße mit der Schrote in die Fresse und du überlebst. Fotze. Suddenly können sie mich one-hitten. Klar. Oh Gott, ich habe hier gespeichert. Okay. Aber ich würde sagen, den Rest sehen wir im nächsten Part. Also was passiert, wenn wir auf CD-Pad gehen oder so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.